Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Input-Video für unser Seminar Sprache, Medien und Sport. Wir wollen uns heute mit Fankommunikation beschäftigen, und zwar vor allem mit Fankommunikation auf Twitter. Doch zunächst vorab ein kurzer Rückblick auf den Stoff der letzten Sitzung. Wir haben uns mit Post-Match-Interviews beschäftigt, die, wie wir festgestellt haben, einen ganz typischen Stil aufweisen, der in der Forschung als conciliatory, versöhnlich beschrieben wurde. Und mit Antje Wilton haben wir Post-Match-Interviews als Medienrituale aufgefasst. Ihre Hauptfunktion besteht nämlich darin, persönliche Erfahrungen der AthletInnen für das Publikum verfügbar zu machen. Und eben diese Kollektivierung individueller Erfahrungen ist in Ritualtheorien vielfach beschrieben worden. Und deswegen können wir auch in diesen Post-Match-Interviews so eine Ritualfunktion zuweisen. Wir haben eine Analyse vorgenommen von Post-Match-Interviews im Vergleich zu Politik-Interviews und haben ein paar Unterschiede festgestellt. Es gibt in den Post-Match-Interviews nur sehr indirekte Kritik und vor allem auch kein Nachhaken. Es gibt wenig individuelle Adressierungen. Das heißt, die Athletinnen werden nicht so sehr als Einzelindividuen für das Geschehen haftbar gemacht, sondern werden als VertreterInnen der Mannschaft adressiert. Und wir finden aber auch eine hohe Schematizität. Es ist ja allen klar, wie Post-Match-Interviews ablaufen, und wie sie ablaufen, ist so genau eingespielt und geregelt. Es gibt genau drei Fragen und es gibt eben kein Nachhaken. Und es ist immer zuerst so eine Frage nach dem, wie haben Sie es erlebt? Und dann am Schluss die Frage nach dem, was bedeutet das für die Zukunft? Und das ist dadurch, dass es so vorhersehbar ist, braucht es auch wenig von diesen rahmenden Sequenzen, die wir sie sonst häufig finden in Gesprächen. Es gibt also kaum Begrüßungen und Verabschiedungen, sondern das wird quasi von 0 auf 100 an und auch wieder abgeschaltet. Und das ist durchaus bemerkenswert, wenn wir das mit anderen Gesprächssorten vergleichen. Okay, das in Kürze der Stoff der letzten Sitzung. Kommen wir zum Thema der heutigen Sitzung. Fankommunikation haben wir bisher im Seminar nur am Rande thematisiert. Es gibt allerdings eine schon seit vielen Jahren betriebene Fanforschung, auch gerade Fußball-Fanforschung in der Linguistik. Und die klassische Perspektive ist die auf Fans als zwölfter Mann, wie Burkhardt das mal genannt hat, in den Stadien. Also was tun Fans in den Stadien? Dann sind solche Dinge Thema wie Fangesänge oder diese Sprechchöre oder auch die Choreos und Spruchbänder. Was es auch gibt, es gibt sehr viel Forschung zu fernsehbegleitendem Sprechen. Ich möchte hier die große Studie von Nele Gerhardt mal erwähnen, Appropriating Football Through Talk. Es geht also darum, dass man sich anschaut, was tun eigentlich Fußballfans, während sie Fußball schauen. Wir kennen das alle, wir sprechen miteinander über das Spiel, aber auch über alles Mögliche und ordnen das Geschehen auf dem Platz auch jeweils als Gruppe für uns ein. Und genau das weiterführend, nehmen nun neuere Forschungen in den Blick, dass es zunehmend auch mediatisierte Fankommunikation gibt. Und wir können also über das, was auf dem Platz passiert, im Fernsehen passiert, nicht nur live miteinander sprechen, sondern auch vermittelt sozialer Medien. Und genau das soll uns heute beschäftigen. Es soll um eine Live-Variante von solcher mediatisierten Fankommunikation gehen, um sogenannte Live-Tweets, die wir beschreiben können als eine Form des Social TV. Mit Social TV wird beschrieben, wie soziale Medien begleitend zum Konsum von TV-Sendungen eingesetzt werden. Ja, man kann sich informieren, man kann auch selber twittern, Facebook oder auch WhatsApp-Gruppen, die Sie vielleicht haben, wenn Sie Germany's Next Topmodel gucken oder keine Ahnung, was Sie so schauen. Und dazu gibt es viel Forschung. Michel hat dazu einige Studien vorgelegt und auch diese 2018er Studie zum Thema Fußball-Social TV. Hier mal nur ein ganz kurzes Beispiel. Wir werden in der Gruppenarbeit noch viel mehr empirisches Material sehen. So sieht ein Live-Tweet typischerweise aus. Wir haben hier also diesen Hashtag, der anzeigt, auf welches Spiel es sich gerade bezieht. Das war das Spiel Gladbach gegen Bayern vom Wochenende. Und hier eine ganz typische
Ein ganz typisches Exemplar. Hier geht es um eine konkrete Spielsituation. Das war übrigens klares Foul an Joshua Kimmich. Aber wir sind die Bayern, darüber redet wieder keiner. Wir sehen hier so eine ironische Distanzierung. Und wir sehen auch hier zum Beispiel das Pronomen das, war übrigens ein klares Foul an Joshua Kimmich. Was genau hier mit dem das gemeint ist, kann man nur dann wissen, wenn man diesen Timestamp hier sieht. 9:18 Uhr nachmittags ist der Tweet, also 21:18 Uhr ist dieser Tweet abgesetzt worden. Vielleicht muss man hier die Zeitzone umrechnen, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls zu diesem konkreten Zeitpunkt ist der Tweet verständlich und erfüllt seine Funktion, aber eben auch nur hier und man muss diesen Zeitpunkt mit einbeziehen, wenn man ihn nachträglich analysieren möchte. Ja, das ist eben das, was Live-Texte auszeichnet. Was hat man nun in der Forschung gemacht bei der Untersuchung von solchen Live-Tweets? Man hat zum Beispiel die typischen Sprachhandlungen sich angeschaut bei der Aneignung des Mediensportereignisses. Michel hat das gemacht in seiner Studie, die ich sehr zur Lektüre empfehlen kann. Und man kann sich jetzt anschauen, wie eigentlich Fans gerade ihren Status und ihre Identität als Fan markieren, indem sie Live-Tweets absetzen. Zum Beispiel ist dieser Tweet ja hier parteiisch, aber auf eine sehr subtile Art und Weise ein Pro-Gladbach-Tweet durch die ironische Distanzierung von den Bayern. Und da wir davon ausgehen können, also da ja immer zwei Mannschaften miteinander beteiligt sind, ist es interessant zu analysieren, wie sich eigentlich Fans sprachlich auf die eine oder die andere Seite schlagen, mit welchen sprachlichen Ressourcen sie das tun. Aber auch andere Dinge tun wir, ja, sowas wie ich gehe mal eben ein Bier holen oder so kann man ja auf Twitter genauso schreiben. Und das ist analysiert worden in Fortführung schon viel älterer Studien aus den 80er, 90er Jahren zu fernsehbegleitendem Live-Sprechen im Übrigen. Man kann sich auch, was ich mal gemacht habe, korpuslinguistischem Thema annähern und kann typische Formulierungsmuster herausarbeiten. Ich konnte zum Beispiel zeigen, dass die was für ein XY-Konstruktion typisch für Exklamativsätze ausgesprochen häufig ist in solchen Live-Tweets. Und wir müssen uns auch klar machen, dass Fans natürlich nur eine Akteursgruppe sind im vielstimmigen Live-Tweet-Diskurs. Der Hashtag BMGFCB wird auch von vielen anderen Akteuren genutzt, von Print, von MedienvertreterInnen, die für bestimmte Sport-Newsportale schreiben, zum Beispiel, aber auch von den Vereinen selbst, die auch eine Live-Berichterstattung auf Twitter präsentieren. Und auch das kann interessant zu untersuchen sein, wie dieser vielstimmige Twitter-Diskurs eigentlich genau zusammengesetzt ist. Das wäre es schon an Input für die heutige Sitzung. Wir werden in der Gruppenarbeit sehr viel empirisches Material sehen. Hier ist die Literatur. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.